Achtsamkeit, Selbstwert, darum geht es heute. Hallo, ich grüße dich ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass du auch heute hier wieder mit dabei bist. Ja, heute geht es um das Thema Selbstwert. Was bist du dir selbst wert? Ich bringe dir mal gleich ein Beispiel. Wenn du deine Freundin einlädst oder wenn du die Familie einlädst und zum Essen zum Beispiel, du wirst doch bestimmt all deine Liebe, Energie und Aufmerksamkeit da reinstecken, dass es da allen gut geht, dass der Tisch schön gedeckt ist, dass du das tollste Essen auf den Tisch zauberst. Wenn du aber für dich selbst kochst, wie schaut es da aus? Deckst du dir auch den Tisch da richtig schön, mit einem richtig schönen Gedeck, mit ein paar Blumen, mit ein bisschen Tischschmuck? Stellst du dich da auch in die Küche und kredenzt dir oder kreierst dir da ein ganz tolles Menü? Ist oftmals nicht so, ich weiß. Also ich selbst muss mich da auch an der Hand nehmen, um mir selbst da, ja, wenn ich alleine bin, die Zeit zu nehmen, auch einen Tisch schön zu decken. Aber es ist alles im Laufe der Zeit auch ein bisschen ja, zur Gewohnheit geworden. Und es sei es dir doch selbst wert, so wie deine Freunde, deine Freundinnen, deine Familie es dir wert sind, dass du ihnen ein tolles Menü zauberst. Ist es denn nicht naheliegend, dass du dir selbst es auch wert sein darfst, auch für dich selbst gut zu sorgen, dir ein tolles Menü zu kredenzen mal und dich an einen wunderschönen, eigens für dich gedeckten Tisch zu setzen und dieses Menü voller Achtsamkeit zu genießen? So, wie wenn du selbst dir deine beste Freundin wärst oder der beste Freund wärst oder der liebste Mensch einfach in deinem Leben. Denk mal darüber nach. Ich habe aber auch noch ein paar weitere Anleitungen für dich, wie du dein Selbstwertgefühl mit Achtsamkeit da einfach ja, fördern und steigern kannst. Indem du dir einfach bewusst Zeit nimmst, jetzt unabhängig, ich habe das Beispiel mit dem Essen jetzt gebracht, auch in anderen Situationen, dass du in der Mittagspause mal dir einen kleinen Spaziergang nur mit dir alleine gönnst, dass du dir mal einen Saunabesuch nur mit dir alleine gönnst, dass du dich mal selbst vielleicht auch in einem Restaurant verabredest und es dir da auch einfach mal gut gehen lässt, dass du mal alleine vielleicht ins Kino gehst, dass du mal nach der Arbeit durch ein Museum schlenderst, dass du mal ins Schwimmbad gehst, also dass du dir ganz bewusst mal dich mit dir selbst verabredest und Dinge wirklich mit dir alleine machst. Du wirst feststellen, das hat nochmal eine andere Wertigkeit. Wenn du zum Beispiel alleine in die Sauna gehst oder ja, ins Museum oder ins Kino und dann einfach auch mal dich selbst beobachtest, wie geht es dir dabei, wie fühlt es sich das an, wie fühlst du dich dabei? Du wirst merken, es hat eine andere Wertigkeit, weil du dich einfach mehr ja, auf dich selbst einlassen kannst und achtsamer mit dir selbst einfach sein kannst. Wenn du mit anderen unterwegs bist, bist du ja automatisch abgelenkt in die Gespräche, tauchst in die Energien der anderen mit ein. Und so bist du mit dir selbst, ich möchte jetzt nicht sagen gefangen, aber mit dir selbst verabredet und kannst so ja, achtsamer mit dir selbst umgehen und es dir einfach wert sein, in der Richtung dir Zeit ganz alleine für dich einfach zu nehmen. Probier es aus und ja, ich wünsche dir tolle Erfahrungen und Aspekte dabei und schicke dir eine herzliche Umarmung. Ganz lieben Dank wiederum für dein Dabeisein heute, für dein Interesse. Tschüss, bis zum nächsten Video. Deine Irmgard.